Ja, und damit Halli, Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Konen. Wir sind immer noch hier und versuchen diese Menschen hier zu schlachten, müssen uns aber natürlich erstmal wieder hier um diese Krokodile hier kümmern, die sich auch wieder hier an uns ranmachen. Aber das ist alles kein Problem, Freunde. Wir sind stark. Und ja, wir können das. So. Natürlich. Wenn wir hier wegmachen. So. Und jetzt hier mal. Was hat der drin? Irgendwas Wichtiges? Oh, Fasern. Fasern können wir eigentlich mitnehmen. Hier sieht man das Blut der Leichen, die hier rumliegen. Hier verblutet. Gestorben. Aber ich will jetzt gucken, dass ich hier irgendwie mal mir einen Mensch rausziehen kann und nicht gleich alle kommen. Ah, gut. Ja. Jo. Und gleich kommt hier alles. Alles auf mich zugerannt. Leck mich doch am Arsch. Wir wollen doch einfach nur ein, zwei Menschen haben hier. Nicht hier gleich den halben Ding pollen hier. Verschwunden wieder? Okay. Ich könnte was von der anderen Seite probieren oder so, Freunde. Ich will hier ein bisschen für unseren Altar ein bisschen was sammeln und vielleicht können wir da auch mal gucken, ob es da den einen oder anderen coolen Typen gibt. So zum Abwegknüppeln oder so für unser... Wisst ihr, ich meine? Ein paar Muscheln noch einsammeln. Bogenschütze. Ist auch irgendwas zum Interagieren. Machen wir gleich. Also die hier vielleicht ein bisschen rüberlocken. Ausdauer regenerieren, hat mich auch erwischt mit Blutung. So, da habe ich ihn zerschnetzelt, Freunde. Wie eine Eins, Alter. Also so geht das. Wenn es einer ist, ist das ohne Probleme, ja? Aber wenn das mehrere sind, dann aua, hu. So. Komm, was der Schickes dabei hat. Öl, sehr gut. Oh, ein paar Handschuhe, sehr gut. Bisschen Rinde. Fasern und Farbstoff auch. Ah. So, warte mal, wir werden mal diese Handschuhe hier gleich mal legen. Sind zwar jetzt nicht perfekt, aber immerhin. So, und natürlich hier mit unserem Messer ihn bearbeiten. So. So, hier mal rum. Hier konnten wir jetzt gerade irgendwo interagieren, ne? Die Frage, wo? Hier entlang. Ja? Dann hat das hier irgendwo... das hier doch gerade so ein Geräusch gemacht. Als ob hier irgendwas wäre. Ja? Hab ich doch nicht geträumt. So. Hier anscheinend doch nicht. Oder ich bin einfach nur blind und übersehe es.
kam nicht einmal zum Schlagen. Voll auseinandergeschnetzelt. Warum, Bogenschützin? Komm, noch ein Stückchen zu mir. Komm, ein Stückchen. Hinter das Schiff gehen. So, kurz regenerieren. Kurz heilen. Reicht mir das, ohne dass sie kommt? Na, passt, sie kommt nicht. Alles gut. Einen haben wir geschnetzelt. Die Bogenschützin fast, aber die hat mich dann doch zu oft getroffen. So. Verlastet. Die Arme. Muscheln schmeißen wir mal raus. Na komm her, Bogenschütze. Wieder überlastet. Bin überlastet, das ist doof. Wir können eben mal hier rein. Damit. Nehmen wir mit. Alles Holzraum. Noch überlappt. Verdammt! Echt. Sollten wir das doch weglassen erstmal. Wir werden es wieder einsammeln, Freunde. Irgendwann. Jetzt werde ich zu übermütig. Au. Wir werden schon wieder bekommen, das Metall. Wie knapp das gerade war. Das war so knapp. Das war einfach gerade so verdammt knapp. Der wäre halt einfach fast tot gewesen. Aber dann nur fast. Hallo. Fahrstuhl. Fahrstuhl. Komm. Jetzt kommt er. Das backt man nur so ein bisschen rum, ne? Mal halt nochmal hinlaufen. Können wir mal gucken, wie weit unser Pferd ist. Vielleicht ist es auch fast fertig. Könnten wir mit dem Pferd nämlich rüberreiten. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen.
Oh, steht noch nichts drin. Es steht noch nichts drin. Deshalb, ich glaube, das braucht noch ein bisschen, ne? Da leckt das wieder ein bisschen. Aber das ist irgendwie bei mir normal, dass es dann mal kurz hängt. Ah, fast. Fast. Das braucht noch ein bisschen. Okay, dann müssen wir das wohl laufen. Die Frage, finde ich den Weg auf Anhieb darüber? Das ist, wenn man zu gierig wird, weißt du? Wenn man zu gierig wird, dann bekommt man halt irgendwann die Quittung. Dafür. Aber ist ja nicht so schlimm, Freunde. Ne? Es ist ja jetzt nicht dramatisch. Passiert, kommt vor. Wir haben sie jetzt nicht allzu weit. Den Weg finde ich wieder, hoffe ich zumindest. Aber ich glaube schon. Da ist das Schiff. Und wir sind dann hier so ein bisschen hoch. An diesem Schiff vorbei. Des Waldes. Ich würde halt gerne mal gucken, dass wir den Altar nach und nach mal so ein bisschen auch ausbauen mit, ne? Damit wir da wirklich mal sehen, wie das dann aussieht. Wenn der komplett fertig ist. Spinnen, ne? Da haben dann. Spinnen und so. Anderes wird das wahrscheinlich nicht aussehen, ne? Hat irgendwas gehört? Hat verfolgt mich was? Ich habe schon Halluzinationen, Leute, ganz ehrlich. Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ja, bin ich. Hinten sind die Wölfe. Wollen wir aber nicht hin. Wir wollen hier in die Ecke rum. Da hinten liegt irgendwo unsere Leiche. Wir sind immer noch nicht fertig mit Plündern. Wir haben noch ein bisschen Platz, da wir ein bisschen ausgedünnt haben. Ja, ich weiß, ich habe das schöne Eisen weggeschmissen, aber was soll ich machen? Wir können nun mal nicht so viel tragen und ich will auch nicht das ganze Zeug da jetzt liegen lassen. So. Nein. Ich will das haben. Wir brauchen das. Freunde, wir brauchen das. Und? Da hinten an dem Schiff. Da liegt unser bewusstloser Körper, in den wir jetzt gleich wieder reinschlüpfen werden. Wir haben nur eine außerkörperliche Erfahrung gemacht. So, muss ganz schön heiß hier auch sein, ne? Also, wie das Wetter hier aussieht, ist das ganz schön warm. So wie momentan bei uns auch zu Hause. Es ist ja mega warm gerade. Doch hier irgendwo... Ja. Ah, nee, da liegen. Boah, ich dachte gerade schon, ist weg. Momentan, es wird jetzt endlich wieder warm draußen, ne? Es wird ja endlich wieder schön warm draußen. Endlich lachte die Sonne wieder. Und es ist nicht mehr ganz so windig wie die letzten Tage. Also bei uns war es die letzten Tage so mega krass windig. Das war nicht mehr normal, Leute. So, wir heilen uns mal eben ganz kurz ein bisschen. Und dann werden wir gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen ausdünnen, weil man sieht, da sind wieder einige dazugekommen. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Wie viel Blut haben wir denn?
5, das ist noch gar nichts. Okay, der hat irgendwas in der Hand zum Werfen. Komm mit. Locken die mal so ein bisschen hier rum, dass nicht noch was anderes angreift. Der hat irgendwas in der Hand zum Werfen. Darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Verdammt, ich habe gesagt, er hat irgendwas... Oh, dieser Drecksack, Junge. Muss ich schon wieder dahin laufen? Och, Manno. Das gibt die Lauffolge schlechthin. So ein Arsch. Ach, Manno. Doch ätzend. Vielleicht können wir ja... Könnten wir das ja mal so machen, dass wir gucken, dass wir hier ein Bett hinstellen irgendwo. Nachher, also nachdem jetzt, ich gehe jetzt noch einmal rüber, da müssen wir hier irgendwo ein Bett hinstellen und dann die Bettrolle da hinten platzieren, dass ich nicht jedes Mal wieder laufen muss, ne? Wäre eigentlich auch eine Idee. Ich glaube, dass es auch funktionieren müsste. So, warte mal, wir schicken den Fahrstuhl gleich mal wieder nach oben. So. Okay, also nochmal das Ganze. Hups. Laufen wir halt hin. Wieder hin, wieder hin. Laufen wir halt wieder hin. So, jetzt darf ich mich nur nicht wieder verlaufen. Da ist das Schiff. Wo ich mich auch immer wirklich immer noch frage, wie das daherkommt. Hatte ich mich, glaube ich, schon mal in einer letzten Folge gefragt. Wie kommt das Schiff dahin? Vielleicht kann es mir der ein oder andere beantworten. Ich weiß es nicht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und ihr wisst ja, wenn ich schon dabei bin, und vergesst mir natürlich nicht, auf Instagram, TikTok und auf Twitter zu folgen. Ich freue mich auf jeden neuen Follower. Genauso wie hier auf YouTube, auf jeden neuen Abonnenten, der mich abonniert, der mir einen Kommentar da lasst, einen Like. Darauf freue ich mich natürlich. Natürlich begrüße ich auch alle netten Hater, ja, die... ab und zu mal ihre Senfkommentare unter die Videos schreiben oder beleidigen werden. Auch ihr seid natürlich hier herzlich willkommen. Damit ich euch auch wieder schön von meinem Kanal verbannen kann. Eure Kommentare löschen kann, die nichts dazu beitragen, um das Spiel schöner zu gestalten, um es besser zu machen oder vielleicht um, ja, was dazu zu lernen. Aber dennoch, auch solche Leute pushen natürlich einen Kanal nach oben. Ne? So, aber jetzt genug davon gesprochen. Ihr wisst alle, wie ich das meine und ich habe eine sehr, sehr nette und super tolle Community. Klein, aber fein, stetig wachsend und ich bin froh über jeden einzelnen von euch und es freut mich, dass euch meine Videos gefallen, dass es euch Spaß macht, zuzuschauen und ich hoffe, dass ich ja das auch weiterhin so handhaben kann. Bin ja immer fleißig am Aufnehmen für euch. Wenn ich gerade Bock dazu habe, und das habe ich momentan auf Konan sowieso, und die Zeit natürlich auch da ist,
Weil ihr wisst, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Viel, viel Arbeit, Arbeit, Arbeit. Jetzt steht auch bald wieder Nachtschichtwoche an. Das heißt, ich muss dann auch wieder ein bisschen mehr vorproduzieren wie sonst. Aber das kriegen wir alle hin. So, also wo habe ich jetzt meine Leiche? Die müsste irgendwo da hinten rumliegen, auf dem anderen Hügele da. Hinten die. Und dann überlege ich, ob ich dann nach Hause gehe und wir warten einfach, bis das Pferd fertig ist, um dann ein bisschen mehr reinzupacken. Oder... oder ob wir es nochmal versuchen. Eigentlich würde ich es ja gerne nochmal versuchen, ne? Essen erstmal kurz was, trinken ein Schlückchen. Dann heilen wir uns eben. Und dann versuchen wir das einfach nochmal. Da hinten stehen auch wieder zwei Krokodile. Da hinten müsste auch noch ein Lager sein. Aber ich glaube, dass das Lager sieht mir schon ein bisschen noch gefährlicher aus wie das da. So. Wir versuchen nochmal unser Glück. Hallo. Entdeckt? Aber diesmal hat mich nur der eine entdeckt. Hat er wieder was in der Hand? Hat er sich sowohl so gedacht. Hat echt gut geklappt gerade. So, wir nehmen das hier wieder mit. Schlüssel mit. Huch. Pfeile natürlich. Leichen, ja. Ah, Holz und so lassen wir mal drinnen. Dafür wird das zwar nicht so schwer werden wieder. Das können wir uns ja so nach und nach zusammenfarmen. So, nächster. Komm, Putti, Putti, Putti. Komm, Putti, Putti, Putt. Ah, komm, Putti, Putti, Putt. Komm. Ja, und bam, bam. Oder hat er gewischt? Erwischt. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist da doch hinten doch nochmal. Das ist der Bogenschütze. Ich muss mal hier kurz wegrennen. Ich muss mich mal ganz kurz hier verbinden, weil der hat uns zweimal erwischt. Und zwar ein bisschen mit Blutung. Und das ist nicht so gut, wenn man das abbekommt. Das kann ganz schön wehtun. Aber wir haben ja auch genug Verbände dabei. Alles gut. So. So schönes dabei. Er hat Pfeile dabei. Und hier. Perfekt. So. Jetzt können wir uns eigentlich noch um diesen Bogenschützen kümmern. Wo ist er denn jetzt hin? Komm, na komm schon, Schnuckelchen. Komm, wow, wow, wow. Ja! Komm. Hallo? Behindert? Wag es nicht, nicht mit deinem Bogen zu treffen, Junge. Ich sag's dir. Ich bin gerade voll in Fahrt. Guck mal, hier sind Fasern. Und hier sind Brocken Kohle. Sehr nice. So. Ah, dein Zeug hier. Ja, so.
Guck mal, ob hier was Neues drin ist. Eigentlich sollte noch nicht. Oh, doch. Bisschen Glas. Spitzhacke brauchen wir nicht. Eine Teerkugel. Was auch immer man es brauchen kann. Wir nehmen es mal mit. So. Hier den hier schnetzeln. Das ist auch ein Bogenschütze. Na komm. Komm zur Mutti. Au! Komm. Komm her. Komm her. Komm her ein Stückchen. Ja. Gut. Man darf sie nur nicht dazu kommen lassen, zuzuschlagen. Dann klappt das eigentlich ganz gut. Brust, ja schön. Essen. Und die Brust ziehen wir uns natürlich gleich mal an. Mal hier mal weg. Das hier. Warte mal. Futtern. Will ich ganz gerne noch kurz in diese Truhe hier reingucken. Okay, Freunde. Wieder überlastet, aber das ist nicht so dramatisch. Wir werden jetzt aber zurücklaufen in Richtung unserer Basis. Ich denke mal, Loot haben wir jetzt. Die Fasern jetzt anpacken. Das Arm können wir rauspacken. Den Arm können wir rauspacken. Das können wir rauspacken. Eva können wir rauspacken. So. Sind wir auch schon ein bisschen leichter, können wir ein bisschen laufen. Wir haben jetzt, Moment, ich hoffe, Blut wir haben, ne? 9 Blut, das sollte erstmal vorerst reichen. Ich glaube, da können wir ein bisschen was mit anfangen. Wir werden es ja gleich sehen, aber jetzt düsen wir schnell nach Hause. Renn, 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 renn. Und da müssen wir später nochmal drauf reagieren, wo wir hier vorhin diese Interaktion hatten, ne? Das darf ich nicht vergessen, weil irgendwie gerade scheint es nicht zu funktionieren. Hallo. Na, du süße Schildkröte. Würde ich ja mitnehmen, aber du bist mir jetzt aktuell zu schwer. Ja, man kann diese Schildkröten auch mitnehmen. Und wir hatten sogar damals auf dem Server, oder die liebe Halli hatte das, die hatte eine richtig mutierte Schildkröte. Also das war, keine Ahnung, die war größer wie groß. Also auch da gibt es Unterschiede. Ja. Die Tiere können doch manchmal ganz schön mutieren. Was man ja auch oftmals hofft. Ja, wenn man wirklich gute Tiere kriegt, dann ist das natürlich stärker. Die haben mehr Ausdauer, die haben mehr Angriffskraft und vieles, vieles mehr. Das ist natürlich dann doppelt so gut. Mal hier hoch, ab, komm, auf, kletter mal hier. Hallo? Ah! Sag mal. Jetzt kann sie klettern. Gerade irgendwie ging das nicht. Wahrscheinlich war ich blöd gestanden. So. Ja, wir machen uns auf den Weg nach Hause. Und was uns alles noch so hier in Konen erwarten wird. Und ja, wie vielleicht der Altar dann später aussehen wird. Und wie viel wir aus diesem Blut da herstellen können und was auch immer, ja, uns noch alles, ja, wie gesagt, zu erwarten wird. Ja, all das seht ihr dann in den nächsten Folgen von Konen. Bis dahin, haut da rein, macht das gut und tschüsschen.